So, wir sind live. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge, zu unserer Themenwoche Huntington auf Instagram. Und ich warte mal einen kurzen Augenblick, bis ein paar Leute reinkommen. Wir haben es ja vorher angekündigt, dass wir jetzt live gehen. Deswegen sehe ich schon, dass viele sehr schnell dabei sind und auch hier reinströmen. Ja, Mai ist der Huntington-Monat und leider ist das eine Krankheit, die hierzulande doch sehr wenig Öffentlichkeit bekommt, obwohl sie so schwerwiegend verläuft, obwohl man mit 40 Jahren die Diagnose bekommt und dann um die 15 bis 20 Jahre noch Lebenserwartung hat danach. Huntington ist unsere Themenwoche und wir wollen das ein bisschen ändern, dass die Krankheit ein bisschen bekannter wird. Gestern habe ich dazu schon ein Interview mit Professor Landwehrmeier geführt, der uns so ein bisschen erklärt hat, was ist Huntington überhaupt, wie kann man das bekommen, was ist die Ursache. Da hat er schon gesagt, das ist vererbbar und ein bisschen Einblicke in die Welt der Krankheit gegeben. Heute treffe ich mich mit Alina, die, glaube ich, uns auch schon zusieht, die ich gleich dazu hören werde, die zweifach von Huntington betroffen ist. Zum einen ist ihr Vater an Huntington erkrankt und zum anderen, wie ich vorhin gesagt habe, da es vererbbar ist, hat auch sie die Diagnose bekommen. Und da ist sie schon dabei. Hallo Alina, Hallo. schön, dass das geklappt hat, dass wir uns jetzt hier Hi, freut mich treffen. riesig, Joachim. Ja. Hi. Wie du siehst, habe ich es mir hier gemütlich gemacht. Corona Ja, hat wo auch bist du denn? Vorteile. Corona hat Vorteile, deswegen kann man sich auch mal ganz alleine den Hörsaal im DZNE buchen. Und dann hier, da ist mein Echt. Arbeitsplatz dann für heute. So. Cool. Das kann man sich ja mal gönnen. Ja, super, dass das geklappt hat und du dabei bist. Ich glaube, du hast uns gestern ja auch schon gefolgt. Du Genau, hast den Professor Landwehrmeier auch gehört und deswegen gehe ich auf die Krankheit an sich jetzt gar nicht mehr groß ein. Das habe ich ja gerade schon mal getan. Also man kriegt mit ungefähr 40 Jahren die Diagnose gestellt und ja, der Verlauf ist leider mit einem tödlichen Ende. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, bist du im Prinzip direkt zweifach betroffen davon. Also zum einen durch deinen Vater, aber auch selbst. Deswegen, ich fange mal chronologisch in der Reihenfolge an. Also seit wann oder wie wurde die Diagnose bei dem Vater festgestellt? Das war vor circa 7 Jahren, wurde das diagnostiziert. Und genau, ich weiß es ja ein paar, ich glaube 1,5 Jahre später haben wir es dann erfahren. Also ich habe noch einen Bruder. Und genau, aber mein Papa hat die Diagnose quasi vor 7 Jahren bekommen. Und ja, also es war quasi schon aus der Familie bekannt. Sein Papa hatte quasi auch Huntington. Von daher war das quasi ja, nicht eine Nachricht, die nicht irgendwie schon erahnt wurde, aber hat natürlich dann trotzdem einen Riesenschock ausgelöst. Okay, das heißt aber, die Symptome sind schon aufgetreten und dann wurde die Diagnose gestellt oder war vorher dann Genau, schon die also Vermutung durch den Vater und dann. ja, also tatsächlich, meine Mama, die hat das schon ein bisschen beobachtet, da sie ja auch so die Symptome kannte und letztendlich, ja, hat mein Papa auch relativ viel gearbeitet und da kam das natürlich nicht immer so zum Vorschein, weil er auch einen relativ stressigen Job hatte und es war aber dann doch wohl für meine Mama einfach so sichtbar, dass sie dann gesagt hat, weil er dann immer weniger mit Stress gut umgehen konnte oder auch einfach, ja, sich einfach minimal verändert hat. Und sowas merkt man ja als Partner. Und dann hat sie ihn quasi dazu überredet oder sie haben beide beschlossen, dass er sich dann testen lässt, genau. Okay, und das war bestimmt ein großer Schock, wie ich Ja. annehmen kann. Ja, auf Wie jeden hat Fall. sich dein Vater verändert seitdem? Also es fing an mit eher Wesensveränderungen und vor allem die Psyche hat da, glaube ich, also das ist das, was wir alle am meisten gemerkt haben. Er ist von Grund auf ein sehr lebensfroher Mensch und total positiv
Und das hat uns dann doch sehr zu schaffen gemacht, als er einfach viele Dinge nicht mehr so verkraftet hat oder vielleicht auch mal mit uns umgegangen ist, so was wir einfach nicht gewohnt waren. Und ja, und das sind quasi diese Wesensveränderungen, die am Anfang vor allem auftreten, die halt wirklich für normale Menschen Außenstehende einfach nicht sichtbar ist. Vor allem halt, weil er eben auch eine Führungsposition hatte und natürlich man dann davon ausgeht, dass man einfach auch mal gestresst ist und so weiter. Deswegen war das sehr schleichend und ich glaube, das hat dann viele Jahre gebraucht, bis man dann wirklich auch vielleicht andere Merkmale gesehen hat, wie ja, zum Beispiel Depressionen. Also er hat dann auch weniger gearbeitet und natürlich kamen dann auch die Depressionen, die Vorwürfe, gerade jetzt, was das Thema natürlich auch Familie betrifft. Umso mehr er natürlich dann auf einmal Zeit hatte, über die Dinge nachzudenken, umso schlimmer ging es ihm dann auch. Also ihm ging es eigentlich noch besser zu der Zeit, wo er quasi einfach sein Leben gelebt hat und als es dann halt quasi schwarz auf weiß war und er dann auch viel mehr Zeit hatte, hat das auch natürlich die Familie viel mehr belastet. Und ja, und das waren dann sehr harte Jahre, also eigentlich so die für uns alle, glaube ich, schlimmsten, dadurch, dass er Depressionen hatte und auch keinen Lebensmut mehr. Und da waren wir schon ganz schön überfordert damit. Also kann ich, glaube ich, jetzt für uns alle sprechen. Und ja, und dann hat auch quasi immer mehr quasi die kognitiven Fähigkeiten nachgelassen und dann eben auch die Bewegungsunruhe, also die fing dann auch an, so dass man auch quasi, also gerade wir natürlich das auch gemerkt haben, gerade wenn er aufgeregt war, dass er einfach angefangen hat, einfach unruhig zu sein und auch vielleicht Dinge im Alltag einfach nicht mehr so meistern konnte, weil er einfach nicht wusste, weil er einfach überfordert war. Genau, und heute ist es dann so, also er kann gar nicht mehr arbeiten gehen. Eine Zeit lang hat er auch in einer Art Behindertenwerkstatt gearbeitet. Und jetzt ist es quasi so, dass er nur noch zu so einem betreuten, zu so einer betreuten Einrichtung geht und ja, einfach auch gerade noch so laufen kann. Also es fällt ihm auch sehr schwer. Also paar Meter, also paar hundert Meter sind schon wirklich eine Überwindung für ihn. Und natürlich kommen jetzt auch dann so Anzeichen wie Schluckstörungen und ja, also die Sorgen werden natürlich nicht weniger, aber trotzdem haben wir uns alle mit der Krankheit arrangiert über die Jahre und ich glaube, dass dadurch, dass wir halt uns so viel informiert haben und auch zu guten Ärzten gegangen sind, haben wir es wirklich gut in Kontrolle. Und ja, also das Familienleben ist natürlich hart dadurch, vor allem für meine Mama als Pflegende, aber sein Wesen hat sich quasi auch wieder ja, ins Positive verwandelt und er hat quasi das auch akzeptiert. Ich glaube auch dadurch, dass wir einfach ihm das Gefühl gegeben haben, dass er das auch darf. Ja. Okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Familie, da hat sich natürlich dann viel geändert. Also es ist ja normal bei jedem Schicksalsschlag, auch anderer Natur, dass das eine Familie durcheinander bringt. Jetzt ist Huntington, hat noch eine ganz andere Drehung da drin. Und zwar, das haben wir gestern gelernt, die Vererbbarkeit der Krankheit. Wann wusstest du das erste Mal, dass das so ist, dass man das vererbt kriegen kann? Also quasi da, als es ja, als es meine Eltern uns erzählt haben, also da fiel so richtig auch der Name und so, dass ich mich auch damit auseinandersetzen konnte. Ich meine, ich weiß, dass meine Tante ja zum Beispiel auch schon an der Huntington-Krankheit verstorben ist und natürlich wussten wir, da ist eine Krankheit, aber so richtig präsent vor Augen war es dann tatsächlich erst nach der Diagnose und ehrlich gesagt war, glaube ich, trotzdem in dem Moment, wo ich das erfahren habe, das Schlimmste für mich mit ihm. Also ich glaube, die Vererbbarkeit war einfach zweitrangig, weil ich einfach nicht damit zurechtkam, dass dass ihn es halt trifft. Also das war, glaube ich, das stand über allem und irgendwann habe ich dann angefangen, mich damit mehr auseinanderzusetzen, was es eigentlich für mich bedeutet. Aber als erstes musste ich, glaube ich, erstmal das verarbeiten, dass halt mein Vater sich so verändern wird und das ganze Leben. Und dann letztendlich habe ich mich damit beschäftigt, was es eigentlich für mich bedeutet. Ja. Ja, also du hast ja einen Podcast gestartet, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber ich habe es mir extra hier aufgeschrieben auf deiner Seite von dem Podcast. Da schreibst du ja oder sagst über dich selber, dass Auswandern mal dein Lebensplan war und
du eine Bucketlist vorhattest, die eigentlich unendlich schien und so viel erlebt hast, ja, und dann kam Huntington. Ja, dann hast du wahrscheinlich herausgefunden, man kann sich testen lassen und nicht jeder kriegt das weitervererbt. Also war das eine Entscheidung zu überlegen, ich lasse mich testen oder nicht? Oder war das für dich von Anfang an klar? Also das stimmt mit dem Reisen, das war wirklich, glaube ich, also es ist ja so, dass wenn jetzt einem noch nicht so viel passiert ist in der Kindheit oder in der Jugend, dass man ja relativ in so einer Blase aufwächst. Und das war natürlich bei mir auch so, denn gerade als ich dann angefangen habe zu reisen, wollte ich einfach nur frei sein und unabhängig und eben auch weg von der Familie und weg aus Deutschland. Und ja, natürlich. Auf einmal diese Nachricht zu bekommen, war natürlich so, okay, ich kann auf gar keinen Fall das mehr machen. Also Familie geht einfach ja über alles, aber ich glaube, es war dann so Schritt für Schritt die Entscheidung. Also es kam jetzt nicht alles auf einmal und ich wusste auf einmal das und das, sondern es hat sich wirklich sehr lange entwickelt. Also ich habe mich auch sehr lange entwickelt. Und ich glaube, heute weiß ich einfach, dass ja, dass auch dieses, ich will fliehen von vielleicht sowas einfach nicht die Lösung war, sondern ich habe mich dann doch damit auseinandergesetzt, und dazu habe ich halt auch ein bisschen gebraucht, um dann zu wissen, ich konnte nicht mit der Ungewissheit leben. Und irgendwie habe ich gedacht, da muss man doch, ich muss doch da irgendwas tun können. Und ja, und dann habe ich letztendlich mich damit halt auseinandergesetzt. Was bedeutet das für mich, wenn ich das jetzt weiß, wenn ich mich testen lasse, dass ich halt auch daran erkranken werde? Und ja, und ich habe mich wirklich rein gefühlt. Ich meine, ich war auch damals in der Therapie, wurde da begleitet. Und genau das haben wir dann bearbeitet. Also, ja, würde ich das schaffen? Und was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Ist es wirklich notwendig, dass ich das mache? Weil es ist natürlich so, dass man wirklich noch super leben kann, auch mit der Ungewissheit. Ja, also das ist wirklich Typsache. Und ich glaube, da muss wirklich jeder für sich. Das ist super wichtig, dass es jeder für sich entscheidet, ganz persönlich und wirklich so alles drumherum ausmacht. Familie, Freunde, Ärzte, weil niemand kann dir die Antwort halt geben, ja, sondern du musst für dich reinfühlen in diesen Gedankengang. Wie kann ich damit leben? Wie verändert das mein Leben? Weil ich weiß auch definitiv, was es bedeutet, positiv getestet zu werden, dass es eine harte Zeit ist danach, dass es Depressionen zur Folge hat und dann musst du einfach als Typ wissen, schaffe ich das ja oder nein? Und ich meine, das Wichtigste ist bei der Krankheit, dass man keinen Stress hat. Also das war ja ein Riesenfaktor, dass es sogar vielleicht sogar den Ausbruch verzögern kann, wenn man einfach wenig Stress hat. Und ich glaube, dann muss man einfach wirklich überlegen, was bedeutet dieses Ergebnis für mein Leben? Ist es wirklich relevant für meine aktuelle Lebenssituation? Ansonsten würde ich halt einfach empfehlen, einfach so lange zu warten, bis man bereit ist. Genau, und ich war halt damals bereit und habe mich dann dazu entschlossen, das zu machen, auch beruflich. Ich wusste einfach, ich brauche jetzt einen Anstoß, damit ich endlich meinen Arsch hochkriege, um irgendwie im Leben was zu verändern und mich auch zu verändern. Okay. Und dann bist du hingegangen, hast die positive Rückmeldung, also im Sinne von negativ, bekommen, dass du dieses mutierte Gen in dich trägst, in dir trägst. Was ist dann passiert? Wie kann man das beschreiben? Ich weiß gar nicht, ob man es beschreiben kann, ehrlich gesagt. Weil ich meine, ich habe ja, wie gesagt, auch mich da rein gefühlt und rein gedacht, aber ich glaube, letztendlich, wenn es zu dem Moment kommt, kann man das nicht beschreiben, das kann man nur erleben. Ich weiß nicht, ob schlimm überhaupt das abdecken kann. Es ist einfach, also wie, es geht auf einmal eine Tür zu und das war's jetzt. Also du weißt nicht, wie es jetzt weitergeht und dann ist es ja noch so, dass man von dem Arzt auch noch diese Repeat-Zahl bekommt. Das heißt, dass diese Zahl sagt dir halt ungefähr, wann es ausbricht. Und ich wusste für mich so, okay, selbst wenn ich positiv getestet bin, aber bitte lass dann wenigstens diese Zahl nicht zu hoch sein. Ja, so, das war so meine zweite Hoffnung einfach. Und letztendlich war sie halt bei mir leider hoch. Und das war dann einfach nochmal dieser doppelte Stoß, wo ich einfach wusste, diese Tabelle, die es halt gibt, die man einsehen kann, werde ich wahrscheinlich ja irgendwie mit Mitte, Ende 30, Anfang 40 erkranken. Und das
Das war, glaube ich, nochmal der zweite Schlag, wo ich wirklich einfach, das hat mich einfach nochmal sehr, sehr umgehauen, auf jeden Fall. Ja, zumal dein Bruder ja dieselbe Frage für sich stellen musste. Hatte der auch eine Beratung oder wie hat der das gemacht? Also er hat sich noch nicht testen lassen. Also Okay. mein Bruder ist eines der Beispiele, der halt einfach gesagt hat, für ihn ist es nicht relevant und das ist auch voll okay. Und entweder der Zeitpunkt kommt noch oder nicht. Aber ich glaube, ich bin halt einfach als Typ so, ich bin einfach nervös. Ich muss irgendwie mein Leben für mich immer so klar haben. Und deswegen war das einfach, haben wir da völlig andere Ansichten und das ist auch gut so. Ja, weil heute, natürlich frage ich mich manchmal, was wäre, wenn ich es nicht gewusst hätte. Heute wünsche ich mir das vielleicht manchmal, weil ich natürlich auch viele Dinge erlebt, die ich sonst nicht erlebt hätte, die ich wäre einfach heute freier, natürlich. Ich wäre frei, aber auf der anderen Seite habe ich mich halt dazu entschlossen, was halt draus zu machen und deswegen ja auch das Podcast gegründet und einfach zu sagen, und das ist jetzt halt mein Leben und das hat mich dann auch irgendwie wieder total erfüllt und dann auf einmal hatte alles einen Sinn irgendwie. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du wirkst ja durchaus positiv und sehr fröhlich. Und dieses Gespräch ist ja alles andere als jetzt ein Runterzieher, weil du das so offen und ehrlich erzählst und es ja erstmal sehr stark rüberkommt, so wie du das beschreibst. Dann hast du statt den Kopf im Sand zu vergraben, dann zum Mikrofon gegriffen. Und einen Podcast gestartet. Also den Weg muss man ja auch erstmal gehen. Also von ganz unten, so wie du gerade beschrieben hast, man kriegt diese Hammerdiagnose gestellt. Und ja, wie kann das zu diesem Podcast dann kommen? Was? Also es war tatsächlich eine Entwicklung von 5 Jahren. Also ich habe wirklich 5 Jahre gebraucht, um so weit zu kommen. Und es ist nicht, das hört sich immer so einfach an, aber ist es nicht. Also es war ein Weg auf jeden Fall. Und ich wusste nicht, was ich damals machen sollte. Ich wusste einfach nur, ich muss jetzt irgendeinen Weg wählen. Und dann habe ich halt den Weg gewählt. Ich weiß von dem Testergebnis, aber ich lebe mein Leben und genieße das. Das war der Weg, den ich damals gewählt hatte und will mich nicht groß damit auseinandersetzen. Das heißt, ich habe natürlich irgendwie beobachtet, was ist in der Huntington-Welt los, aber ich habe einfach versucht, das zu verdrängen erstmal. Und ja, und letztendlich halt gemerkt, so nichts hat mich halt wirklich erfüllt. Also es war dieses, ja, ich bin im Außen glücklich, aber was ist, ich weiß nicht, aber ich fühle mich einfach hilflos. Und ja, und letztendlich habe ich dann ja, einfach überlegt, okay, was kann ich tun, dass es mir einfach besser geht und dass ich vor allem all das, was ich gelernt habe, vielleicht halt weitergeben kann. Und ich glaube auch einfach, dass so wie mir es ging, weil ich halt damals nicht wirklich wusste, wohin. Ich kannte die deutsche Huntington-Hilfe noch nicht gut. Ich wusste nicht, was würde das. Ich hatte damals Angst davor, mich da zu melden, weil ich halt einfach das ein total schlimmes Thema fand. Ja, ich meine, es ging oft dann irgendwie schon um die Themen Pflege und Behinderung und das war natürlich was, wo ich einfach gesagt habe, das zieht mich runter und auf einmal habe ich aber gemerkt, okay, was ist, wenn halt alle Leute so denken wie ich, ja, und dann fallen die alle in so ein Loch und all das und nach 5 Jahren habe ich es quasi geschafft, halt komplett mein Leben zu ändern oder mich auch vor allem meine Einstellung und das wollte ich halt vor allem weitergeben, damit die Menschen, die das auch durchmachen, einfach nicht diese 5 Jahre brauchen, sondern im besten Fall direkt aufgefangen werden und direkt eigentlich diesen Umgang irgendwie mitbekommen und vor allem eben auch diese Hilfe von der Deutschen Huntington-Hilfe gezeigt bekommen und dass es halt nichts bringt, den Kopf in den Sand zu stecken, niemandem am Ende, weil ich habe es auch gemacht. Und ich glaube, deswegen kann ich auch heute hier sitzen und einfach das so sagen, weil ich habe diese Phasen wirklich alle durchgemacht und ich wünsche mir einfach so sehr, dass die Menschen, denen es genauso geht, die einfach in dieser Findungsphase sind, einfach aufgefangen werden. Und deswegen kam halt das Podcast und dann habe ich mich auch bei der Deutschen Huntington-Hilfe offiziell als aktive Helferin gemeldet für die jungen Menschen. Und dort haben wir ganz, ganz tolle andere junge Menschen, mit denen wir dann dank Corona eine Selbsthilfegruppe gegründet haben, also quasi ein Online-Treffen, weil ja quasi keine Selbsthilfe wirklich stattfinden konnte vor Ort. Und das war auch nochmal ein Riesending. Und
auf einmal haben wir da ein Riesenfass aufgemacht. Es kommen immer mehr junge Menschen, die sich melden. Und das ist natürlich einfach wunderschön. Und vor allem kommen die wirklich unmittelbar geholfen. Also wir bekommen oft Nachrichten, die haben gerade von der Diagnose erfahren und finden direkt unsere Gruppe und werden halt aufgefangen. Und das ist halt einfach wirklich schön. Dadurch, dass wir auch wissen, es gibt viele mit Suizidgedanken. Wir wissen nicht, wie die familiären Verhältnisse sind, kann ich halt immer nur dazu appellieren, dass man sich halt Hilfe suchen muss. Und die findet man halt am Ende vielleicht nicht unbedingt bei einem Therapeuten, der noch nie was mit dem Thema zu tun hatte, sondern vor allem bei der Deutschen Huntington-Hilfe und den Menschen, die sich halt damit auskennen. Jetzt sprichst du gerade von einer starken Gemeinschaft. So wurde mir das auch von den Professoren, mit denen ich im Vorhinein gesprochen habe, so ein bisschen geschildert, dass trotz dessen, dass es sehr wenige Erkrankte gibt, die Gemeinschaft doch sehr stark ist. Natürlich findet man neue Leute und so schilderst du das ja auch. Aber was ist denn mit den Leuten, die man vorher so kannte? Also wie hat sich die Umwelt verändert, seitdem du das erzählst oder erzählst du das überhaupt? Naja, gut, es verändert sich halt, also ich glaube halt so, das ganze Universum von einem verändert sich einfach dadurch. Und das ist auch eine Art Prozess. Also entweder ist es natürlich so, dass Menschen in der Umgebung einfach mit dem Thema überfordert sind, ja, was natürlich auch ganz klar ist, weil die wollen ja auch nur verdrängen, die wollen ja auch nur ihr Leben leben, ja, und dann kam ich daher mit diesem riesigen Thema. Ja, und es ist halt einfach, und das ist auch das, was ich immer wieder merke, es ist ein Riesenthema. Und deswegen, ich habe lange versucht, es aus meinem Leben rauszuhalten, aber es ist ein Riesenthema und es funktioniert bei mir einfach nicht, weil ich einfach auch merke, dass nur die Auseinandersetzung auch in der Familie letztendlich wirklich dazu geführt hat, dass wir heute so zusammengewachsen sind. Weil am Anfang haben wir auch jeder das mit sich ausgemacht und jeder hat für sich getrauert und ge einfach eingesperrt, ja. Und heute ist es wirklich so, dass wir einfach verstanden haben, okay, wenn wir uns zusammenraufen als Familie, dann kriegen wir das eigentlich hin, ja. Und also deswegen kann ich nur sagen, die Familie hat sich dadurch auch einfach verändert, ja. Einfach, sobald man versteht, weil es ist natürlich so, dass vielleicht auch innerhalb der Familie vielleicht auch Streitigkeiten entstehen oder vielleicht auch nicht offen darüber kommuniziert wird und dann wird man enttäuscht. Und da gibt es ganz viele Wunden, auch in den Familien da draußen. Ich weiß das. Aber am Ende habe ich dann doch gemerkt, es bringt halt nichts, diesen Frust zu haben. Weil, wenn man mit der Erkrankung lebt, braucht man vor allem den sozialen Beistand. Und den hat man halt nur durch Familie oder wirklich enge Freunde. Und als mir das dann bewusst wurde, habe ich wirklich dann so mein Umfeld eigentlich so angefangen, schon zu strukturieren. Okay, wer tut mir gut? Wer gibt mir Energie? Wer gibt mir nicht das Gefühl, dass ich schon irgendwie ja einfach diesen Stempel auf der Stirn habe und so? Und so verändert sich natürlich auf jeden Fall auch extrem das Umfeld. Ja. Ja. Wir hatten jetzt letztens eine Podcast-Folge zum Thema Parkinson. Da hatten wir Herrn Karrenfort zu Gast und der hat erzählt, dass viele zum Beispiel, die Parkinson haben, sich nicht raustrauen, weil die dann an der Kasse stehen und brauchen so lange, um Kleingeld rauszusuchen, dass man dann von hinten angeschnauzt wird, warum das denn so lange dauert. Gibt es ähnliche Erfahrungen, die du mit deinem Vater gemacht hast oder wie werden Leute mit Huntington in der Gesellschaft behandelt oder? Kannst du Ja, da was zu leider sagen? ja. Also das ist auch, ich meine, ich habe ja viele Themen, aber es ist nicht nur das Thema, dass ich den jungen Menschen helfen will, sondern halt eben auch vor allem versuche mit aller Kraft neben meinem Job, was halt auch nicht immer einfach ist, die Krankheit bekannter zu machen und einfach Menschen dafür zu sensibilisieren, einfach ja mal um sich zu gucken und nicht vorschnell zu urteilen, weil wirklich mein Papa hat am meisten darunter gelitten, was andere Menschen über ihn sagen und denken. Und da geht es los, er muss mit dem öffentlichen Bus fahren und wird dann von einem Passagierdom angemacht und so Sachen. Und das zerbricht halt einem das Herz. Also, und das war halt wirklich in den Anfangsstadien, wo er vielleicht einfach unsicher gewirkt hat oder vielleicht ein bisschen geschwankt ist und nicht schnell genug war und dann geschubst wird. Und das ist einfach, ja, das ist natürlich furchtbar. Also von daher, das findet ganz viel statt. Ja, und es gibt auch genug, es gibt auch Menschen, die werden von der Polizei angehalten, weil sie aussehen, als wären sie betrunken. Also
dadurch, dass ja vielleicht auch da draußen Erkrankte sind, die vielleicht auch nicht so von den richtigen Medikamenten eingestellt sind, kann man die Krankheit auch wirklich deutlich sehen. Nur viele Menschen kennen sie halt einfach nicht. Und das ist halt so, ja, das, was halt immer noch nach wie vor ein Riesenprojekt halt einfach ist, wirklich die Krankheit noch bekannter zu machen. Jetzt habe ich beispielsweise deine letzte Podcast-Folge gehört. Da ging es ja um die Generation HD1 auch. Also um eine Studie oder eine Studie, die auf ein hoffnungsvolles Medikament zugehen sollte, die schon in der Phase 3 war, die vorher in der Phase 1 total gute, überzeugende Werte abgeliefert hat und wahrscheinlich viel Hoffnung gemacht hat. Und du erzählst in dem Podcast sehr ehrlich, dass du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, jetzt wo es dann leider zu schlechten Ergebnissen oder halt zu nicht den erwarteten Ergebnissen kam. Was mich erstaunt hat, also hat es mich erstaunt, dass du dann einen Dreh noch gemacht hast in dem Podcast. Also du bist total offen und authentisch und lässt die Gefühle raus darüber, was das macht, dass diese Studie jetzt gescheitert ist, in Anführungszeichen. Wir haben ja gestern gelernt, Herr Landwehrmeier ist da optimistischer, der meint, Ja. das ist noch nicht alles verloren. Aber dann machst du noch so ein Spin danach und sagst und gehst in was Positives rein und gibst das den Leuten mit. Kannst du mal erzählen, was diese Studie für die Huntington-Community bedeutet hat? Und danach nochmal eingehen, wie du die Zukunft danach jetzt siehst. Ich glaube einfach, dass es Hoffnung war. Und ich glaube, ein großer Punkt einfach, warum man positiv leben kann mit der Diagnose oder auch als Genträger, ist die Hoffnung. Und bei mir hat sich das auch so krass verändert, dadurch, dass ich ja einfach auch für mich, ich hatte, als ich das erfahren habe mit der Diagnose, ist für mich eine Welt zusammengebrochen und ich habe irgendwie an nichts mehr geglaubt. Ich war irgendwie wütend auf die ganze Welt, dass es nie passiert in meinem Leben und hatte so viel Frust und Wut, bis ich irgendwann halt verstanden habe, dass es einfach zum Leben dazugehört und dass es halt nichts bringt. Und irgendwann habe ich halt auch mich mehr mit Spiritualität beschäftigt und einfach wieder gemerkt, okay, ich muss halt an irgendwas glauben und irgendeine Hoffnung haben, um zu überleben, weil sonst stürze ich mich halt einfach von der Brücke. Und das hatte ich ganz lange Zeit nicht, bis ich das dann entwickelt habe und einfach zu mir gesagt habe, okay, weil ich zum Beispiel auch nicht so ein Fan war von vielleicht so Studien oder weil ich einfach halt ein Realist war und einfach wusste, okay, wenn die das jetzt sagen, mal gucken, ob das überhaupt was wird, ob das relevant ist für mich. Ich wollte mir damals keine Hoffnung machen und heute weiß ich brauche die Hoffnung, um zu überleben und um nicht wieder in so eine Depression zu fallen. Und deswegen glaube ich einfach, dass es für gerade die Menschen, die natürlich in der Studie waren, auf jeden Fall ein großes Thema war. Aber halt auch vor allem für Leute, die jetzt in meinem Alter sind, wo es wirklich um die letzten Jahre geht, so um die letzten gesunden Jahre. Und ich glaube, da haben wir schon so alle einfach wirklich drauf gehofft, weil immer wieder darüber geredet wurde, wie super das läuft. Und einfach gehofft, dass es für uns einfach noch relevant wird. Und natürlich, als dann die Nachricht kam, war das natürlich ein Riesenschock, aber auch da hieß es wieder halt Hoffnung nicht aufgeben, weil was bringt's halt am Ende? Und ich glaube einfach, dass inzwischen mein Warum einfach so groß ist, also dass ich halt auch eine gewisse Vorbildfunktion sein möchte, weil es einfach über allem steht und es mir auch einfach gut tut, zu wissen, da ist irgendwie eine Gemeinschaft und die machen das alle gerade durch und ich wusste, jeder kann dann einfach guten Zuspruch gebrauchen und ich mache das aber auch für mich selbst einfach, um mir dann einfach selbst da im Klaren zu werden, dass halt nichts bringt, außer die Hoffnung halt zu bewahren und halt eben positiv zu denken. Ja. Wir haben ja gestern gelernt, dass die Krankheit unheilbar ist, aber zumindest sich die Symptome in Teilen ja verbessern lassen in ein paar Punkten. Nimmt dein Vater Medikamente? Ja, auf jeden Fall. Also es Okay. gibt wirklich
inzwischen wirklich tolle Medikamente. Und wenn man da wirklich zu einem Huntington-Spezialisten geht, zu einem Huntington-Zentrum, und kann man wirklich schon ganz, ganz viel machen, also auch im Frühstadium. Und deswegen auch da immer empfehlen, informieren, auch wirklich anrufen bei der Deutschen Huntington-Hilfe. Die haben so viel Erfahrung von den ganzen Jahren. Und ich würde gar nicht groß im Internet recherchieren, weil man findet einfach so viel und auch so viel Quatsch. Deswegen einfach mein großer Call daran, einfach wirklich sich zu melden und richtig zu informieren und auch an die richtigen Ärzte zu geraten. Die Krankheit ist nicht so bekannt und deswegen viele Ärzte sogar kennen sie einfach nicht. Und wie will man dann behandelt werden? Deswegen nicht irgendwie denken, da gibt es nichts, sondern da gibt es wirklich echt tolle Spezialisten, und die haben letztendlich meinem Papa auch geholfen, dass er letztendlich noch so gut leben kann. Ja, mit einem haben wir ja gestern schon gesprochen, dem Professor Landwehrmeier, auch der in der Huntington-Ambulanz in Ulm, bei Professor Ludolf auch vom DZNE, und hier in Bonn ist auch der Patrick Weidt, der auch die Huntington-Ambulanz hier leitet. Aber guter Hinweis, also mehr Informationen gibt es dann natürlich an anderer Stelle oder halt dann auch bei der Huntington-Hilfe. Jetzt ist es bei dir so, du kriegst ja, also du zeigst ja, hast noch keine Symptome, das heißt, du hast auch keine Medikation, gehe ich davon aus. Aber ja, gibt es Möglichkeiten, proaktiv irgendwie das anzugehen? Sagst du, du änderst dein Leben? Oder kannst du irgendwas tun, dass es für dich besser wird? Ich sag mal so, ich kann nur einfach sagen, was ich gemacht habe und einfach schon gemerkt habe, was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, es ist jetzt schwer zu sagen, du musst das und das machen, weil jeder Mensch einfach anders ist und andere Bedürfnisse hat vom Charakter und von der Persönlichkeit, und vor allem auch ein anderes Leben führt. Und deswegen, ich weiß heute nach so vielen Jahren, ja, man kann wirklich was machen, weil eben dieser Stress eine Riesenrolle spielt. Also quasi, wie gestaltest du dein Leben und ja, wie wirkt sich der Stress auf deinen Körper aus, um halt eben kein Futter für diese Krankheit zu sein. Und das ist eben nicht nur wichtig, bevor die Krankheit ausbricht, sondern natürlich auch, wenn sie dann ausgebrochen ist, wirklich dann direkt zu gucken, okay, und was kann ich jetzt tun, was halt wirklich das nicht noch verschlimmert, sondern wirklich mich rauszuholen aus Stress und Konflikten. Und ja, und bei mir war es halt so, dass ich einfach mein Leben angeguckt habe und versucht habe, wirklich mich besser kennenzulernen, mal mich reinzuhören, mal meine ganze Vergangenheit zu reflektieren, warum war ich wie. Ich meine, okay, ich habe wirklich auch eine Therapie angefangen, und das ist auch so was, was ich halt jedem ans Herz legen kann, weil es einfach wirklich hilft, wenn man jemanden Außenstehenden hat, der einen unterstützt. Und dann waren es einfach so verschiedene Faktoren. Und dazu gehört natürlich auch der Job, dazu gehört die Familie, die Freunde, die Partnerschaft und natürlich so der eigene Körper, also quasi die Körpergesundheit. Und letztendlich all das spielt ja zusammen, halt weniger Stress zu haben, wenn man ja einfach die Sachen positiv angeht und vielleicht einfach manche Dinge, wo man vorher vielleicht eher im Stress gelebt hat, das halt verändert. Und das war jetzt bei mir vor allem auf jeden Fall dann die Berufswahl. Und bei mir war es auch meine Umgebung. Ich habe einen Hund, weil ich einfach eher ein Mensch war, der halt viel drin war und einfach eher faul und vielleicht nicht so gesund gelebt hat. Und dann habe ich halt gesagt, okay, Alina, was war schon immer dein größter Traum? Und es war dann einfach dieser Hund, der mich einfach jeden Tag rausholt, der wie eine Therapie für mich ist, der mich zum Lachen bringt. Also ich habe eigentlich so versucht, meine ganzen Glückshormone jeden Tag irgendwie eine bestimmte Dosis einfach zu bekommen. Und ja, und ich glaube, das ist so das, was man wirklich proaktiv halt tun kann. Und das ist aber, und der zweite ganz große Part ist natürlich, und das ist halt das, was ich seit einem Jahr halt erst lebe und wo ich wirklich halt sagen kann, das ist für mich eigentlich jetzt noch dieses i-Tüpfelchen, und das war halt das Connecten mit den Menschen, sich auszutauschen mit den anderen und auch zu lachen, auch über die Krankheit zu lachen, über unsere Familien mal zu lachen, einfach das rauszulassen und halt nicht immer alles wirklich so schlimm anzusehen, sondern wirklich auch zu sagen, okay, wir sitzen alle in einem Boot und uns geht's allen gleich, und dafür können wir eigentlich dankbar sein, dass wir das austauschen können und
Seitdem habe ich einfach das Gefühl, ich bin einfach nicht mehr allein. Und das ist halt einfach wirklich für mich so das Wertvollste, was man tun kann, sich zu verbinden und eben nicht in diese Ohnmacht zu fallen und eben vielleicht dann sogar diese Stresshormone auszuschütten, was ich natürlich ab und zu auch noch mache. Also ich bin ein sehr sensibler Mensch. Das heißt, ich kämpfe immer noch damit, ja, nicht in so eine Ohnmacht zu fallen, auch gerade jetzt, wie wenn so eine Nachricht mit der Studie rauskommt. Aber ich habe am Ende immer die Wahl. Ja, und das ist auch so was, was ich halt von meiner Therapeutin, ich habe die Wahl, wie lange bleibe ich in der Ohnmacht und wie schaffe ich es wieder raus? Und da gibt es halt einfach bestimmte Tools, die ich mir dann angeeignet habe, wie zum Beispiel, ich fange an zu tanzen oder ich renne eine Runde draußen durch den Wald und das ist halt, und ich glaube, da muss jeder für sich halt einfach so Tricks entwickeln und Tools, wirklich sein Leben zu verändern. Und das passiert halt nicht jetzt irgendwie innerhalb von einer Woche, sondern das sind halt wirklich, ist halt ein jahrelanger Prozess. Und ich glaube, ich bin da auch nach wie vor immer noch auf dem Weg, würde ich sagen. Aber das ist so das, was ich halt gerne natürlich irgendwie dann auch mitgeben möchte. Jetzt sind wir gerade live und die Deutsche Huntington Hilfe hat ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir diese Live-Interviews machen. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch viele entweder Angehörige haben, die die Krankheit haben oder selbst vielleicht betroffen sind. Wir können zum Ende des Interviews gerne auch noch auf ein paar Fragen eingehen. Also wenn die jetzt kommen, dann gerne reinschreiben, dann gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Weil die letzte Frage wäre nämlich auch genau dieser Ausblick. Also wenn du jetzt retrospektiv oder an dem Wissensstand, wie du ja sagst, also wie es die Deutsche Huntington-Hilfe in einem Flyer auch beschreibt, geht man ja durch bestimmte Phasen durch. Ne? Also man will erstmal sagen, Verdrängung und so, wie man es ja kennt. Ich habe damit erstmal gar nichts zu tun. Und ich, so wie du sprichst, bist du ja bei der Phase schon ziemlich weit unten angekommen. Also bist schon, hast schon viel geschafft, was das angeht. Und was könntest du oder was kannst du den anderen mitgeben oder was würdest du vielleicht noch mal anders machen oder was, ja, Ja, also wenn ja. du was sagen darfst. Also was ich definitiv halt anders machen würde, wäre halt nicht für so lange Zeit einfach nichts zu tun. Wie gesagt, es ist jedem überlassen, wie sehr er sich damit auseinandersetzt. Also jetzt im Lauf der Jahre einfach mit dem Wissen. Es ist jedem individuell überlassen, wie sehr er sich damit auseinandersetzt oder sich testen lässt oder nicht oder das, keine Ahnung, nach außen kommuniziert oder nicht. Das ist alles wirklich individuell und da ist es auch wichtig, dass, ja, dass man einfach auch vor allem gleich behandelt wird, je nachdem, für was man sich entscheidet. Aber ich glaube einfach, dass es super wichtig ist, in dem Moment, wenn man weiß, dass das in der Familie ist und das Wissen hat, ich glaube, dann ist es schon wichtig, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Was könnte das bedeuten? Und weil wenn man das nicht macht und sich nicht einmal reinfühlt, dann wird man das nie wissen. Und irgendwann wird man dann wirklich damit überfordert sein und es einfach, ja, nicht mehr so gut hinkriegen. Und ich meine, wenn wir jetzt nicht das Fundament legen, als junge Menschen schon damit umzugehen, dann werden wir es halt später, wenn wir vielleicht schon erkrankt sind, noch weniger schaffen. Und also da glaube ich irgendwie ganz fest dran und deswegen fänd ich es einfach, würde ich dazu appellieren, und dazu sind wir ja auch da, sich mit uns auszutauschen. Und es gibt viele, die tauschen sich mit uns aus, vielleicht 1, 2 Wochen, und dann ist es einfach wieder ruhig und die leben ihr Leben weiter. Ja, aber das heißt, sie haben schon mal mit Angehörigen gesprochen, wie ist das Leben, einfach schon mal, wie ist die Lebensweise, was kann man noch tun, und dann halt einfach ein normales Leben weiterzuführen. Und ich glaube, das ist ein echt super Weg, anstatt einfach die Diagnose oder das ist in der Familie und ich verdränge alles, informiere mich gar nicht und gebe nicht mal die Chance, vielleicht da eine Veränderung zuzulassen, ja. Ja. So, ich habe ein paar Fragen sind da jetzt schon reingekommen. Vielleicht die letzte hier, die ich da gerade sehe. Da fragt XO33, was kann man gegen Wutanfälle eines Erkrankten tun? Vielleicht ist das zu medizinisch, aber ich weiß nicht, ob du Ich kann darauf vielleicht einfach antworten. was aus der Sicht sagen, wie es jetzt vielleicht, ja, einfach aus meiner Sicht, wie es jetzt bei meinem Papa war. Also
Es gibt halt mehrere Stadien von Wutausfällen. Mein Papa hatte so das nie so extrem. Also ich kenne auch noch extremere Geschichten. Da ist es ganz wichtig, direkt sich Hilfe zu suchen, professionelle, weil es eben auch Medikamente dafür gibt. Ich kann nur so sagen, dass diese Ablehnungshaltung von einem Huntington-Erkrankten, dieses frustrierte, lasst mich alle in Ruhe, das haben wir nur in den Griff bekommen, indem wir nicht aufgegeben haben und indem wir ihm klar gemacht haben, dass er nicht die Krankheit ist, sondern die Krankheit beherrscht ihn zu gewissen Punkten, aber er ist immer noch der tolle Mann, der er war und er hat die Chance dagegen, ein Stück weit anzukämpfen und er darf nicht so, ja, einfach der Krankheit die Macht überlassen. Und ich glaube, das war das so, was wir probiert haben. Und dann haben wir auch diese Phase mit so eher aggressivem Verhalten eigentlich auch relativ gut in den Griff bekommen. Und ich glaube auch, dass da es nicht bringt, zu versuchen, das jetzt schön zu reden oder das so runterzureden, weil die Erkrankten müssen das auch irgendwie rauslassen, ein Stück weit. Und deswegen glaube ich, auch in Ruhe lassen eine Zeit lang hilft, glaube ich, auch. Also einfach zu sagen, ich bin da, es ist alles gut, aber halt nicht zu versuchen, diese Wut wirklich demjenigen auszureden, weil er kann halt nichts dafür. Es sind halt die Anzeichen. Und einfach leider Gottes vielleicht, egal wie schwer das ist, vielleicht denjenigen mal links liegen zu lassen für eine gewisse Zeit und dann wieder halt eine Beziehung aufzubauen, aber immer zu sagen, ich bin da und ich weiß, es ist schlimm und die Krankheit beherrscht dich, aber zusammen schaffen wird es. Und dann irgendwann hat derjenige selbst die Entscheidung, will ich das jetzt oder will ich es nicht? Ja, dem würde ich mich anschließen. Also zum Spezialisten gehen ist wahrscheinlich immer das Beste, weil über einen Kamm scheren lässt sich das vermutlich einfach sowieso nicht. Und ich habe vor kurzem mit einem Professor zum Thema Demenz gesprochen und er hatte, weil da gibt es auch die Wutanfälle, und er hatte gesagt, manchmal ist es so was Banales jetzt bei dementen Menschen, dass sie Zahnschmerzen haben, aber sie sich einfach anders nicht ausdrücken können. Also deswegen gehe ich davon aus, dass es beim Huntington, bei der Huntington-Krankheit auch da einfach so viele Faktoren gibt, die irgendeine Wut veranlassen können, dass es da schwierig ist, medizinischen Rat an der Stelle zu geben. Was aber wahrscheinlich sehr handfest ist, ist, die Anne Schieler schreibt und fragt, ob du eine Pflegeversicherung vor dem Test abgeschlossen hast. Ist Also so. ich Ja, also ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Genau. Okay. Das ist auch das, was jeder empfiehlt, was ein zwingender Muss ist. Und die Pflegeversicherung ist dann ein Zusatz. Okay. Die hast du dann aber wahrscheinlich, also hast du die vorher schon abgeschlossen oder war Ja, der genau. Deal ja Also noch nicht an? bevor ich überhaupt dahin gegangen bin. Ja, aber das ist wahrscheinlich so ein ganz guter. Eine gute Frage, die wahrscheinlich auch bei der deutschen Huntington-Hilfe genau an der Auf richtigen jeden Stelle Fall. ist. Auf jeden Fall. Weil da es ja viel um die Angehörigen auch geht, weil es ja so viele Sachen auch mit Pflege und irgendwelche Mittel beantragen oder sonst irgendwas, da kommen ja so viele Sachen auf einen zu, da haben die Genau, also da auch massiv gerne Erfahrung. immer kurz einfach auf Instagram oder auch in Facebook schreiben, weil wir antworten eigentlich immer direkt. Also es sind mehrere, die die Seiten betreuen und gerne einfach die Fragen reinschreiben. Also antwortet wirklich immer jemand, das ist echt super. Genau. Und da kann ich direkt sagen, oder halt morgen einfach zuschauen. Da ist die Michaela Winkelmann Stimmt, ja. dabei, die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe. Da gerne auch Fragen sammeln, die schon direkt von Anfang an bombardieren, wenn wir morgen loslegen und da weitersprechen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich an dieser Stelle Danke auch. und für dieses offene und sehr ehrliche Interview zu einem ja doch sehr persönlichen Thema, was bestimmt auch nicht einfach ist, an die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, Aber da das. muss ich auch sagen, ich habe ja vorhin noch mal kurz dieses Video gepostet, wo man auch deinen Vater sieht und dich. Das kann ich nur empfehlen für an diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Da erfährt man Ja. noch mal viel über die Krankheit und auch ja, was man da macht und sehr interessant dann aus der Sicht eines Huntington-Erkrankten, was vielleicht auch nochmal für mehr Toleranz
Ja, genau. Also gerne, wer auf die Seite gehen Stimmt. möchte, das ist www.starkmithuntington.de oder auf YouTube auch stark mit Huntington findet man den Spot. Genau. Genau. Dann vielen herzlichen Dank, Alina. Und Ja, also ich wenn ich hoffe. noch einen Aufruf machen darf, also natürlich für alle jungen Menschen, die da draußen sind, wir haben diesen Sonntag wieder ein Online-Treffen und einfach wirklich schreiben und anmelden. Ich glaube, die Anmeldedaten gibt es auch auf der Webseite und ja, wir freuen uns wirklich immer riesig, wenn wir Neuzuwachs bekommen und genau. Ja, und der Podcast, du schreibst es ja in der Beschreibung schon drin, es ist nicht nur für Huntington-Erkrankte, sondern generell für alle, die auch mit Schicksalsschlägen und so zu tun haben. Und das kann ich nur ja, nochmal ergänzen. Das ist so, nachdem ich das gehört habe, ist das auch nicht nur für Huntington-Leute so Danke, ja. interessant. Dann alles Gute dir und ja, vielen Dankeschön. Dank, dass du mitgemacht hast. Und dann Danke. schönen Bis Tag dir. dann. Danke. Tschüss. Tschüss.